Wir freuen uns heute, von einem schönen Projekt zu hören. Vor allem, ich finde immer so schön, wenn ihr dieses Projekt auch beschreibt, ein Projekt, das vor allem in den Köpfen, in den Bäuchen, in den Fantasien, in den, also eine Idee ist, in den Herzen, genau, ist. Ich habe zum ersten Mal letztes Jahr während Urbanize, während dem Festival in Wien, davon gehört. Und es war ganz schön, auch am Tag nach dem Festival oder während des Festivals zu sehen, wie dieses Projekt ganz viele Menschen animiert hat, sich Stadt anders vorzustellen. Also ich habe mit den Personen gemeinsam ein Modell gebaut dort und ich fand das ganz ein toller Moment. Dieser Abend heute ist gemeinsam mit LAS, Landschaftsarchitektur Südtirol, organisiert. Das freut uns auch ganz besonders, dass diese Kooperation zustande gekommen ist. LAS und Lungomare verbindet, glaube ich, aktuell auch ganz viel. LAS möchte gerne startet ein Projekt mit ganz vielen gemeinsamen Akteuren hier auch im Bahnhofspark. Und Lungomare startet dieses Jahr und nächstes Jahr ein Projekt entlang der Flusslandschaften. Also ich glaube, beide wollen wir uns auch Stadt anders aneignen, anders vorstellen, auch Menschen und ihren Fantasien und Ideen auch Platz geben. Ganz kurz noch zu Flux. Flux ist... Also wir nennen das Erkundungen und Aktionen entlang der Flusslandschaften. Hier gibt es Anzeichen oder erste Fragmente des Fragmenteraums. Wir starten dann im Mai mit Aktionen mit Künstlern und Künstlerinnen im Fluss, also entlang der Flüsse in Bozen, um die Flüsse zugänglicher zu machen und auch anders erleben zu können. Bleibt dabei und bleibt interessiert. Das Projekt wird schrittweise jetzt in den nächsten 2 Jahren umgesetzt. Ja, ich möchte euch auch recht herzlich begrüßen im Namen der LAS. Es freut uns auch sehr, dass wir endlich eine Zusammenarbeit mit Lungomare auch starten können. Das ist eigentlich Premiere. Gestartet ist diese Einladung eigentlich von unserem Bestreben, im Bahnhofsgelände etwas zu aktivieren, also das Bahnhofsgelände zugänglich zu machen und temporär es zu bespielen in dieser Zeit, wo es praktisch brach liegt. Und daraus entstanden oder in Ausarbeitung ist eigentlich eine große Kooperation zwischen verschiedensten Akteuren, die Architekturstiftung Südtirol und verschiedenste Vereine von Bozen und Kulturvereine, die praktisch alle sehr daran interessiert sind, dieses Gelände zu bespielen. Und wir haben uns einfach auch gefragt, was gibt es sonst, wo gibt es schon temporäre Bespielungen von brachliegenden Geländen und sind dann unter anderem eben auch auf den Westbahnpark gestoßen und daraus ergab sich spontan diese Gelegenheit, dass Lili Litschka und Hannes Krüger hier das Projekt auch präsentieren und das sehen wir auch ein bisschen als ein Lernen davon, wie wir es vielleicht auch hier schaffen können. Es ist immer eine Aktion, die immer verschieden ist, aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie uns das vorstellen. Ich möchte euch aber zuerst noch die beiden Personen vorstellen. Ich muss da ein bisschen lesen. Entschuldigung, ich habe mich nicht so perfekt vorbereitet. Hannes Kröbacher ist ein in Wien lebender Künstler und Landschaftsarchitekt. Er hat eben auch arbeitet vor allem im öffentlichen Raum in verschiedenen Ländern, in Österreich, Tschechien und auch darüber hinaus. Er ist Lehrbeauftragter für Landschaftsgestaltung und Urbanismus an der Universität für Bodenkultur und an der Technischen Universität.
Lililitschka ist Landschaftsarchitektin und die Professorin und Leiterin des Fachbereichs Landschaftsarchitektur an der BOKU. Sie leitet sehr viele verschiedene Formate von Landschaftsarchitektur, also das Landschaftsarchitekturarchiv und LL Landscape Architecture. Dann veranstaltet sie auch Vorträge und internationale Konferenzreihen. Das X-Large ist vielleicht vielen bekannt, das ist eine Reihe, die jedes Jahr eigentlich stattfindet, oder? Jedes Jahr. Dann macht sie Forschung und Entwurf zu öffentlichen Projekten, zum Projekten im öffentlichen Raum, zum Denkmalschutz und zu Parks- und Grünraumgerechtigkeit. Und diese beiden haben auch zusammen eben mit noch Christina Kirchmein, ja, die diesen Westbahnpark jetzt gemacht. Also ich möchte, dass Sie das selber vorstellen, weil da bin ich jetzt nicht so fit. Auf jeden Fall beginnt ihr jetzt. Ja, ja, vielen Dank für die Einleitung und für die nette Begrüßung und auch Ihnen fürs Kommen und vor allem auch für die Einladung von mehreren Seiten. Das ehrt uns sehr und wir freuen uns, dass wir das hier vorstellen können. Zu unseren Personen ist praktisch alles gesagt. Wir steigen ein in diese Präsentation, indem wir etwas ausholen wollen. Wir wollen also unsere Herangehensweise auch etwas nachvollziehbarer machen, indem wir auf Punkte eingehen, die wir im Zusammenhang mit dem öffentlichen Raum für wichtig erachten bzw. auch bearbeitet haben. Wir sehen also den öffentlichen Raum natürlich vom Berufswegen als Landschaftsarchitektin und Architekt als ein Handlungsfeld von zentraler Bedeutung. Man muss dazu sagen, dass wir beruflich nicht in einem Büro arbeiten. Das schaut dann zwar vielleicht so aus, ist aber gar nicht so. Und wir möchten die drei Punkte ansprechen. Einerseits erklären, wie diese performativen Interventionen begonnen haben, wie wir sie begonnen haben. Dann ein Beispiel nennen, das vielleicht auch hier relevant sein könnte für das Bahnhofsareal, was wir unter Tactical Urbanism einordnen. Und dann zum Westbahnhof gehen, der auch den Titel geprägt hat für den heutigen Abend mit den visionären Realitäten. Wir beginnen mit den performativen Interventionen und möchten als Einstieg einen kleinen Film zeigen. Das funktioniert, wir haben es probiert. Es wird aber nicht wiedergegeben. Okay. Geht das dann? Weiß jemand, wie das funktioniert? Wir haben jetzt einfach nur den Screen gewechselt, also wir sind auf der anderen Seite. Auch nicht? Nein, das macht nichts. Dann lassen wir das aus. Es ist zwar ziemlich schade. Wir können gehen nochmal zurück. Ja, dann gehen wir nochmal zurück. Geht mal aus. Vielleicht, wenn ihr kurz aus der Präsentation rausgeht. Wenn ihr kurz aus der Präsentation rausgeht. Irgendwas sieht man das? Gehen wir da raus? Genau. Aber wo lange wieder reinkommen? Fertig machen. Zum Überschreiten der Tagesbegrenzung, Einrichtung, Verbindungsuniform. Grenzlose Tage 8. Parkbegrenzungseinrichtung, Verbindungsstelle Aufschub, jetzt.
leider so machen, weil das anders nicht funktioniert hat. Aber Sie wir kennen, haben noch einen Film. Sie kennen diese Probleme wahrscheinlich auch selbst. Das war jetzt ein kleiner Einblick von einer der Aktionen, die relativ am Anfang standen von unseren gemeinsamen Aktivitäten, wo wir vom Büro für lustige Angelegenheiten, das wir mit Caroline Seiwald gegründet und geführt haben, versucht haben, über gesellschaftliche Phänomene im öffentlichen Raum nachzudenken und diese Phänomene und Konflikte, die sich eben im öffentlichen Raum nach unserer Einschätzung manifestieren. Das heißt, das Spiegelbild zwischen Gesellschaft und Freiraum ist das Thema. Und wir haben da eben gemeinsam mit anderen, jeweils verschiedenen Gruppierungen und unterschiedlich großen Beteiligungsformaten eben diese Aktionen durchgeführt. Wir haben den öffentlichen Raum als Ausdruck gesellschaftlicher Verfasstheit gesehen. Das heißt, dort spiegelt sich eben, wie gesagt, alles wieder, was wir miteinander tun wollen oder lassen. Und dieser Ausdruck bezieht sich auch natürlich auf die Herstellung des öffentlichen Raums, also auf die Grundlagen von Planung. Auch dort drückt sich aus, wie wir und unsere Vertreter und Vertreterinnen beieinander sind. Und dann auch natürlich die Frage, wer die Entscheidungsgewalt über den Raum hat. Das wiederum schlägt sich in den Planungsabläufen nieder. Das kennen alle. Das war also eine Basis und wir gehen ganz kurz die Aktionen durch. Vielleicht muss man eben vorher noch kurz erwähnen, dass wir mit diesen Aktionen, wo wir auch Leute mit eingeladen haben, daran teilzunehmen, da ein unmittelbares Erlebnis hatten und wir haben da selbst viel gelernt. Zum Beispiel waren wir bei dieser Aktion, eine Bank macht noch keinen Freiraum, als Bänke verkleidet, um auf die Überausstattung des öffentlichen Raums oder das Thema, also das zu thematisieren. Vor allem in Wien gibt es sehr viele kleine Freiräume, die überausgestattet sind mit Möblierung, mit Geräten. Und da wollten wir einfach unserem Ärger auch darüber irgendwie Luft machen und ein Ventil zu finden. Bei dieser Aktion ging es um Normen und teilweise über die überbordende Zahl von Vorschriften und Regelungen, die es im öffentlichen Raum gibt, wie auch in der Architektur selbst. In der nächsten Aktion sieht man den Südtiroler Platz vor dem neu errichteten Hauptbahnhof. Man sieht den Hauptbahnhof aber aus vielen Perspektiven nicht, weil Lüftungsbauwerke und infrastrukturelle Einbauten, die eben dort den Platz dominieren, also da haben wir unser Büro, unser Hauptquartier eingerichtet. Die Aktion war auch jetzt im Rahmen von Urbanize zum Beispiel Nur Mut, da stehen wir am Heldenplatz, wie vielleicht viele schon erkennen, da gibt es links und rechts, das sieht man jetzt da nicht, die Ausweichquartiere vom Parlament und wir haben ein paar Leitern mitgebracht, Megafone und haben Passantinnen und Passanten dazu aufgefordert, ein Statement abzugeben. Stadt ist mehr als Wohnen, das liegt uns auch schon länger am Herzen. Wien, die Wiener Stadtplanung wird dominiert durch den Wohnbau, vieles wird nur, unter Anführungszeichen, über den Wohnbau gedacht. Hier haben wir eine stille und statische Performation, wo wir andächtig einen Wohnbau beäugen und vor uns zieht die Urbanize-Kundgebung vorbei in die Zentrale. Auf der Suche nach der Leerstelle sozusagen. Das war ein Überblick über diese performativen Interventionen, die dann nachher noch einmal ganz kurz kommen werden. Der zweite Punkt, den ich am Anfang angesprochen habe, sind Aktivitäten im Sinne des Tactical Urbanism. Das ist sicher vielen bekannt, was das bedeuten soll. Ich denke, dass das hier auch relevant ist. Da geht es darum, in erster Linie eigentlich Bottom-up-Aktivitäten zu setzen, kurzfristige und temporäre Veränderungen für dauerhafte und langfristige Wirkungen. So formulieren das diejenigen, die das diesen Begriff geprägt haben, die stehen da in Klammer. Und das heißt, da geht es eben um Neudeutungen von Räumen durch ihre Bespielung, auch wenn es temporär ist. Und da sind wir Teil gewesen eines größeren
eines größeren Aufwandes. Dieses Bottom-up klingt in dem Fall vielleicht nicht ganz passend, weil es eine Aktion war, die der Bezirksvorsteher ins Leben gerufen hat, Bezirksvorsteher vom 15. Bezirk, wir nennen ihn auch Zorro. Er heißt nämlich Zartlokal und fängt mit Z an. Und der hat aber eine durchaus revolutionäre Ader, was für die Partei der SPÖ vielleicht gar nicht so schlecht passt, würde man meinen. Und die hat dazu geführt, dass er sich mit dem Bezirksvorsteher vom 7. Bezirk, der von der Grünen Partei war, also zwei verschiedene Bezirke, zwei verschiedene Parteien, haben an einer Stelle, die eigentlich ein Tabu darstellt, nämlich einer riesengroßen Straßenkreuzung, sich zusammengefunden und haben diese neu besetzt. Man sieht hier links, wie dieser Ausschnitt ausgesehen hat. Hier sind auch genannt die anderen Beteiligten, die ganz maßgeblich dieses Projekt auch durchgeführt haben. Vielleicht kommen wir noch zurück zu dieser Folie. Man sieht da das Areal des Westbahnparks. Also das war für uns auch sehr günstig, weil das ja gleich quasi beim Westbahnpark stattgefunden hat und beim Westbahnhof und wir das auch gleich genutzt haben. Genau, wir haben dann im Zuge von diesem Pop-up-Park auch Führungen angeboten, die dort begonnen haben und in das Westbahnareal, das nachher dann eben wirklich auch kommt, geführt haben. Noch einmal ein Blick auf diese Kreuzung, hier relativ leer, was unüblich ist. Das sind schon auch Verkehrsströme, allerdings nicht so viele, wie die Spuren eigentlich aussagen würden. Wir sind dann eingeladen worden, eigentlich beauftragt worden, den Park zu gestalten. Ist eine Herausforderung, mit der wir sehr gerne umgegangen sind, weil es musste schnell herstellbar, schnell abbaubar, wiederverwendbar und auch sehr wirksam sein, sehr schnell sehr wirksam sein. Haben etliche Skizzen dann auch gemacht und mit den Verantwortlichen besprochen, wie das allzu üblich ist, und haben das dann auch in Eigenregie gebaut mit Helfern und Helferinnen und mit einer sehr kompetenten Gärtnerin. Den größten Effekt hat natürlich der Grünaspekt erzielt. Einerseits mit einer Kunstrasenmatte, die allerdings sehr hochwertig ist und wiederverwertbar war, wie gesagt. Dann, was sehr wirksam war, waren die Pflanzen. Die sind alle aus der Baumschule ausgeborgt. Die sind dann wieder in die Baumschule zurückgekommen und dann dort entweder weiterverkauft oder weiter verliehen worden. Und dann natürlich Paletten, auch die sind wieder zurückgekommen und wurden weiterverwendet. Die Umsetzung, da haben wir jetzt auch wieder einen kleinen Film, da müssen wir leider wieder noch aussteigen aus dem Ganzen, aber wir kommen zurück. Der letzte Film. Thank you.
Picknick ist unser Ding. So, das wollten wir Ihnen noch zeigen. Da sieht man einen Überblicksplan. Es handelt sich hier um einen, man könnte auch sagen, eine Schlüsselstelle, die die beiden Parkteile verbindet. Der Gürtel ist ja, wie wahrscheinlich viele wissen, nicht nur stark befahren, sondern eben es gibt auch Grünräume. Und die Kreuzung hat eigentlich gezeigt, was eben so ein Lückenschluss da bedeuten kann. Wir haben da auch peinlichst darauf geachtet, dass dieser Weg hier kommt und der Pool wurde aufgestellt. Es gab auch einen Bus vom Kunst im öffentlichen Raum. Also das waren mehrere Beteiligte natürlich, die hier das gemacht haben, und Arthur Langs hat dieses Video auch zur Verfügung gestellt und war für die Gesamtkonzeption zuständig. Wir probieren den Wechsel ziemlich smooth jetzt zum Programmpunkt PowerPoint. Ja, die nächste Folie zeigt jetzt nochmal so einen Eindruck, ein Panorama. Dieser Grünraum, der da entstanden ist mit einer künstlichen Unterlage natürlich, war eigentlich gut, sehr gut besucht. Ich war selber Stammgast dort, weil ich in der Nähe wohne. Es hat erstaunlicherweise sehr gut funktioniert. Es war kein Bobo-Scheiß sozusagen. Es sind viele Leute aus der Umgebung mit ihren, also ältere Leute mit ihren Kindern, Enkeln dorthin gekommen und haben auch tatsächlich sehr oft erwähnt, wie wichtig dieser plötzliche Park da für sie eigentlich ist und dass es eine wirkliche Verbesserung für sie darstellt, in dem Sinne, dass sie ja ganz schnell einmal schwimmen gehen können und die Hitze ertragen. Das war 2020, das war auch so in diesem Pandemiesommer, wo natürlich auch die Frage gestellt wurde, wie sehr viel Kritik aufgekommen ist. Es hat da sehr polarisierende Meinungen gegeben, vor allem von der FPÖ, die das verteufelt hat, natürlich herausgeschmissenes Geld, und wir haben den Autofahrern da was weggenommen, die müssten jetzt eine Kurve machen und so weiter. Hier sieht man einen Twitter-Beitrag von Birgit Hebein, die damalige Planungsstadträtin von den Grünen. Also die, von den Parteien wurde das natürlich auch genutzt, um ihre Themen zu positionieren. Wenn man jetzt zurückschaut, ein paar Jahrzehnte, dann sieht man, dass es da gleich in der Nähe von dieser Kreuzung ja schon einmal ein Kinderfreibad gegeben hat. Oh, die Größe haben wir nicht erreicht. Aber ja, also es kommt einem vielleicht absurd vor, am Gürtel zu planschen, aber diese Ideen hat es ja durchaus schon mal gegeben. Das war der zweite Punkt, und jetzt kommt das konkretere Beispiel des Westbahnparks. Wir möchten da allerdings auch noch erklären, wie wir dazu kommen, warum visionäre Realität, warum waren Visionen überhaupt eine wichtige Vorstellung von uns. Es gibt, also diese Dokumente sind Planungsdokumente von verschiedenen Städten, das war am Institut für Landschaftsarchitektur eine Studie, die wir gemacht haben, und man sieht da die Stadtvision Rotterdam, also es ist durchaus in den Dokumenten überall eigentlich enthalten, das Wort. Es gibt Vorgaben, die durchaus fortschrittlich sind. Allerdings ist es dann in der Realität doch etwas weniger präsent. In Wien im Spezifischen ist die Überlegung von der Stadt auch die Eigeninitiativen zu unterstützen. Allerdings in der paternalistischen Tradition, die Wien eben pflegt, geht es auch darum, Ideen sofort auch zu institutionalisieren, und es wird informiert, zum Beispiel zur individuellen Nutzung von Gehsteigen, oder es wird eben auch erlaubt und unterstützt, und damit geht aber natürlich auch einher, dass die Stadt die Kontrolle damit darüber hat. Ja, da sieht man noch weitere Broschüren, zum Beispiel Anleitungen für Feste, Spaß und Aktionen, oder wie man eben belebtere Freiräume erschafft. Ich mache das jetzt nicht lächerlich, es ist durchaus lobenswert, diese Ideen, dass die aufgenommen werden. Nur es führt halt eben, wie zum Beispiel ganz rechts sichtbar, dazu, dass viel von dieser, sage ich mal, Bottom-up-Energie oder von diesem Wunsch, etwas zu verändern, sich zu beteiligen, diese Empowerment-Energie fließt halt teilweise auch in so vorgefertigten Produkten, wie zum Beispiel die Begrünung von Baumscheiben. Da muss man eine Baumpatenschaft abschließen, das wird von den Gebietsbetreuungen betreut.
dann kriegt man da in einem Video erklärt, was man alles einpflanzen darf. Man darf auf keinen Fall etwas Giftiges und so, und man auch nicht zu hoch werden, das Ganze, und es soll auch niemand stolpern, und es soll eben nett und hübsch aussehen. Und ja, also wie gesagt, die Lili hat aber einen sehr guten Begriff dafür geprägt, Baumscheibenvorfall. Ich finde, das passt eigentlich ziemlich gut. Und aber auch diese Dinge sind, auch unsere Ideen, sind nicht unbedingt neu, und das ist uns auch ein Anliegen, zu versuchen zu erkennen, was an alten Vorschlägen vielleicht hilfreich ist, wieder aufzugreifen oder umzusetzen. Die Forderung der Nutzung von Straßenraum und Gehsteigflächen, die gibt es schon sehr lange, und auch die Überlegung des zivilgesellschaftlichen Engagements zur Veränderung gibt es natürlich auch. Das heißt, es gibt diese Voraussetzungen, dass an sich relativ viel entweder in der Luft oder auf dem Papier und teilweise auch in kleineren Aktivitäten vorhanden ist, aber der große Wurf, der fehlt. Und wir haben uns dann überlegt, was wäre ein großer Wurf, eine Gesamtveränderung natürlich, aber das ist etwas auch für uns weit gegriffen. Und wir haben auch natürlich nachgelesen, was sind Vorläufer von solchen Ideen, und kommt man sofort auf die Utopie, klarerweise. Wir haben dann in einem Artikel, der hier zitiert ist von Fernando und anderen, eine Studie gefunden, in der untersucht wurde, ob utopische Visionen das Engagement von Menschen mit der Gesellschaft erhöhen. Und die Antwort ist, was glauben Sie? Ja, genau, danke. Also die Antwort ist ja, und wir haben uns darin dann natürlich auch bestätigt gefühlt, diese Visionen mit anderen zu teilen, und haben daran weitergearbeitet. Also nachdem wir 12 Jahre, sage ich jetzt schon, also 8 Jahre mindestens geübt haben, so mit uns selber irgendwie zu empowern, mit diesen Aktionen im öffentlichen Raum, haben wir gemerkt, ja, also da passiert jetzt nicht gleich was, da kommt jetzt nicht gleich die Polizei. Also wir haben diese Aktionen, die wir da immer durchgeführt haben, auch bewusst nie angemeldet, so diese Prozessionen und so weiter. Was ja auch immer quasi in diesen Broschüren vorgegeben wird, dass man das ja alles kundtun muss. Und wir haben uns da in gewisser Weise auch ein bisschen selber überrascht und wollten dann so nach ein paar Jahren tatsächlich haben wir uns auf die Suche nach einem Ort gemacht, wo wir so eine Vision einmal auch weiterdenken können, und da ist dann, weil die Lilia auch in der Nähe wohnt, auch sehr oft drauf schaut, quasi drüber gestolpert über diesen Ort, der, muss man auch sagen, Jahre davor durchaus schon öfters thematisiert worden ist. Also es ist nicht so, dass wir jetzt die Ersten sind, die drauf schauen, aber wir haben gedacht, das wäre eigentlich oder ist ein sehr geeigneter Ort, ein Ort, der für eine reale Vision taugt und wo sich Stadt einmal über die Landschaft denken lässt. Und dann gibt es diesen planerischen Aspekt, vielleicht kennen Sie das oder kennen Sie das auch, es gibt Planungsprozesse, die halt von der Magistraten, von der Stadt Wien zum Beispiel, also von der Gemeinde initiiert werden, die dann so einen Partizipationsprozess beinhalten, aber oft entpuppen sie sich doch eher so als Feigenblattprozesse, weil im Hintergrund eigentlich schon sehr viel beschlossen worden ist und möglicherweise schon die Kuperturen auch feststehen. Und wir wollten einfach mal früher dran sein. Das war eigentlich schon von Anfang an ein wichtiger Punkt. Wir wollten vor allem eben für etwas eintreten, also früher dran sein. Dafür können wir auch für etwas sein, nicht dann, wenn etwas schon zu spät ist, dagegen. Das hat mit unserer Energie auch sehr viel gemacht. Das war oder ist nach wie vor ein sehr positiver Ansatz, der uns motiviert. Und wir wollten auch eine Möglichkeit finden, so eine Entwicklung einmal ganzheitlich zu betrachten und einmal auszukosten, selbst einmal auszukosten, was dann eigentlich so an Gedanken, Ideen alles möglich ist, was alles auftaucht. Und jetzt ein Blick von der Brücke, Schwegler Brücke Richtung Westen. Man sieht da vielleicht schon ein paar Qualitäten, diese Weite in der dicht bebauten Innenstadt von Wien, die ja quasi fast sonst nur wo sehr schwer zu erleben ist. Da sieht man auch eine Böschung, die sieht man auf dem nächsten Bild noch ein bisschen besser. Der Blick nach Westen eben, Wienerwald. Wir haben unten eine Betonfläche und da gibt es auch Hallen, die noch von der ÖBB betrieben werden. Das Areal ist noch im Besitz der ÖBB. Trotzdem gestattet die ÖBB zum Glück. Da sieht man jetzt Joggerinnen und Jogger und so weiter, die
dürfen da auch durch und sie dürfen das benutzen. Das wird geduldet. Da gibt es diese grüne Böschung mit einem bestehenden Baumbestand und dahinter die angrenzende gründerzeitliche Stadt. Da oben ist die Felberstraße, die sehr stark befahren ist. Ja, und das sind während der Pandemie bzw. während des Lockdowns hat die Nahversorgung einen unglaublichen Stellenwert gehabt in einer großen Stadt wie Wien ohnehin. Und dort hat sich dann noch viel mehr abgespielt. Also es gibt Einzelne im Publikum, die das auch bestätigen können. Ich kann sie dann später genau zeigen vielleicht. Also es hat sich wirklich herausgestellt, dass das von der Grundstückseigentümerin tolerierte Benutzen dieser Fläche einfach dringend notwendig ist. Also es war nicht nur so spielerisches Drüberstreuen, sondern eine Notwendigkeit, die wir auch gezeigt haben, wie wir bei den Führungen versucht haben zu zeigen, dass es eben auch anders geht. Wir haben versucht anzuregen, selber zu träumen, haben die Leute, die gekommen sind und sich dafür interessiert haben, verkleidet in so Zukunftsanzüge. Heute machen wir das nicht mehr, weil die haben jetzt eine neue Konnotation bekommen. Aber wir haben also Kopfhörer verteilt und haben dann Geschichten erzählt. Wir haben ganz bewusst auf ganz wenig Bildmaterial gesetzt. Wir haben einzelne Akteure gefunden, die das auch inszeniert haben, was wir dazu erzählt haben. Da sieht man einige davon. Das war so in einer sehr kalten Frühlingszeit, hat man sich schon vorstellen können, wie dieser, jetzt nehme ich etwas vorweg, dieser Pool dann auch benutzt wird. Es sind verschiedene Tageszeiten gewesen, zu denen wir da eingeladen haben, verschiedene Jahreszeiten auch und auch unterschiedlichste Geschichten. Das hat uns selber eigentlich auch ganz viel gebracht, dass wir immer wieder neue Ideen hatten, was für tolle Innovationen und auch technische Neuerungen dort realisierbar geworden sind. Und wir haben immer auch einen Rückblick angeboten auf das Jahr entweder 2019 bis jetzt auch 2022, wie die Stadtplanung, wie wir die Stadtplanung dazu bringen konnten, dieses Projekt zu realisieren. Also es gibt sowohl die Erzählung des Parkes, in dem wir uns befinden, als auch die Erzählung des Prozesses zu diesem Zustand hin. Ja, das haben wir jetzt schon in einer gewissen Weise auch angesprochen, aber die Kraft der Imagination haben wir selbst eben gespürt und auch gemerkt in unseren eigenen Spaziergängen, wie viel dadurch das Gehen auch kommt und wie viele Ideen dadurch entstehen. Das wollten wir halt eben weitergeben und ja, zu einer Selbstbemächtigung anregen. Wir haben von den Teilnehmern, also die ersten Führungen, da waren so 12, 15 Leute und bei der letzten Führung vor dem großen Lockdown waren da schon über 60 Leute, das hat also sehr zugenommen. Wir haben die letzte Führung letzten Samstag gemacht, da waren trotz Eises, Kälte muss man wirklich sagen, so eine richtig steife Brise aus dem Westen, inklusive Schneefall, waren trotzdem 22 Personen, das hat uns sehr verwundert. Und diese Reaktionen, sowohl der Personen, die bei den Führungen waren, als auch der Personen, die wir gesprochen haben vor Ort oder auch rundherum, hat uns eigentlich dazu gebracht, dass wir uns verpflichtet gefühlt haben, auch in einen anderen Prozess einzusteigen, nämlich den der tatsächlichen politischen Aktivität. Und wir haben dann auch dazu Fakten gesammelt. Christina Kirchmeier, die schon erwähnt wurde, die Gründungsmitglied von dem jetzt bestehenden Verein ist, die hat in ihrer Masterarbeit auch die Fakten zusammengetragen. Man sieht also, der Bezirk, jetzt muss ich kurz auch auf meine Notizen schauen, der Bezirk ist ein sehr armer Bezirk. Wir haben das auch mit Südtirol verglichen, ist der Durchschnitt. Das Durchschnittseinkommen pro Monat liegt bei 1280 Euro im 15. Bezirk. In Südtirol, wenn das stimmt, sind es 1800, soweit uns das bekannt wurde. Jedenfalls ist er also ein sehr niedriges Einkommen. 40% haben keine österreichische Staatsbürgerschaft, können also auch nicht wählen. Dann ist es der jüngste Bezirk mit 39 Jahren Durchschnittsalter.
Es ist der am dichtesten besiedelte Bezirk. Also das heißt, die Bebauungsdichte ist ja hier schon zu sehen. Die klassische gründerzeitliche Blockrandbebauung, eine etwas ältere Struktur, die durchsetzt ist, auch mit neuen Implantaten im Süden der Westbahn. Da kommt der Zug herein, wer nach Wien fährt, kam hier an, so muss man das sagen. Und wenn man jetzt da noch einmal weiter hineinschaut, sieht man, dass wir eigentlich hier ein ganz kleines Stück vom Kuchen haben wollen für die Versorgung dieses Bezirkes und Grünraumgerechtigkeit. Karin hat das am Anfang schon erwähnt. Die Grünraumgerechtigkeit ist eine ganz wesentliche eine ganz wesentliche Erfordernis, um die Lebensqualität in der Stadt auch tatsächlich aufrecht zu erhalten und zu fördern. Es hat dann gleichzeitig auch eine Studie gegeben, oder in dieser Zeit eine Klimaanalyse, die das Büro Weatherpark durchgeführt hat, beauftragt von der Stadt Wien, also das war auch unter der vorher genannten Stadträtin. Und man sieht hier, dass aus dem Wienerwald im Westen die kühlende Luft in der Nacht hereinkommt nach Wien bis in die Innenbezirke, und das ist also eine Kaltluftschneise, die essentiell ist und immer essentieller wird natürlich. Wir wissen, dass der Klimawandel da ganz, ganz große Veränderungen mit sich bringt. Ja, so nach den ersten Führungen und nachdem es halt viel mehr Resonanz dann auch gegeben hat, haben wir uns trotzdem nicht lumpen lassen oder haben es nicht sein lassen können, ein paar Bilder zu kreieren, die natürlich jetzt so ein bisschen träumerisch auch hier den tatsächlichen Sonnenuntergang wiedergeben, den Blick hinaus, die Weite, oder zum Beispiel das von der Lilly schon erwähnten Pool, der über einen Kilometer die längste Schwimmbahn aller Zeiten möglich macht. Für den Pool gibt es, also falls am Bahnhofsareal dann auch in Bozner Pool steht, gibt es auch Badehauben. Ja? Die gibt es in ganz vielen Farben. Ups, wir haben alle von jeder Farbe eines mitgebracht, wo drauf steht Pool Position. Und wir haben also uns durchaus bemüht, auf verschiedenen Medien da aktiv zu sein. Und haben dann eben ein... Und haben, sind an die Öffentlichkeit herangetreten, indem wir unterstützt durch das Grafikbüro Nardin eine Homepage gemacht haben, die die Inhalte, die wir jetzt schon kurz erzählt haben, wiedergibt. Wir haben versucht, Personen zu finden, die wichtig sind, die im Bezirk relevant sind, die das Ganze unterstützen, also Testimonials, wie man das auch heute halt so macht. Das ist Zorro. Und dann aber auch durchaus Gewerbetreibende oder unser jüngster Unterstützer, der ganz angetan ist von der Idee, dass er bald in einem Park sein darf. Und dann natürlich Persönlichkeiten, die etwas bekannter sind, vielleicht Landschaftsarchitektin Maria Aubeck oder der Philosoph Robert Pfaller und andere dann auch noch. Ja, durch unsere Aktivitäten, durch die Homepage und auch ein wenig durch den Gürtelpool gepusht, haben wir zum Glück auch sehr viel Aufmerksamkeit erregen können. Das hat dem Projekt und für die Rezeption ja natürlich geholfen. Es gibt eben klassische Tageszeitungen, die das Thema aufgenommen haben, wie auch Fachzeitschriften, und es kommen mittlerweile durchaus Leute von der Presse auch aktiv auf uns zu, um sich zu informieren und zu erfahren, wie es denn so weitergeht. Ein weiterer wichtiger Schritt war die Öffnung der Initiative für alle, also für viele oder halt irgendwie Leute, die sich dafür interessieren, die sich engagieren wollen. Das hat bis jetzt eigentlich ganz gut funktioniert. Wir haben jetzt ungefähr 40 Mitgliederinnen, die jetzt einmal zumindest angekündigt haben, dass sie mitarbeiten wollen. Aktuell sind es ungefähr 10 bis 15 Leute, die tatsächlich aktiv sind, mit denen wir uns regelmäßiger treffen. Die Covid-Pandemie hat natürlich da einige Treffen verunmöglicht.
Wir versuchen halt gemeinsam, hacken halt alle möglichen Dinge aus, wie zum Beispiel für das letzte Urbanize Festival, wo wir ein Modell gebaut haben in der Werkstatt des Künstlers Peter Sandbichler, der auch Teil der Initiative geworden ist und der viel mit Karton arbeitet künstlerisch und uns das Know-how weitergegeben hat. Also wir haben mit ihm gemeinsam mit anderen aus der Initiative 2 Wochen lang ein 14 Meter langes 1:100 Modell des Westbahnareals gebaut, das wir dann auf der Färberstraße an einer Kreuzung am erhöhten Gelände, also unten befindet sich ja dieser Westbahn, also der Teil, untere Teil des Westbahnparks, da haben wir das dann errichtet, aufgestellt und durch das Urbanize Festival haben wir da auch eine Öffentlichkeitsarbeit gehabt, die dann dazu geführt hat, dass ungefähr so 150 Leute dann gekommen sind. Wir sehen da eine Baumschule und ein paar Modell am Ankern und dann haben wir dazu eingeladen, gemeinsam diesen Westbahnpark zu gestalten. Das hat dann zu sehr viel Austausch geführt, sehr viele Gespräche wurden geführt, wir haben sehr viele Informationen weitergeben können. Es war ein sehr anregender und echt spaßiger Nachmittag und ja, das war die letzte größere Aktion, die wir gemacht haben. Also jetzt ist öfter das Urbanize Festival gefallen. Wer das nicht kennt, das ist eine Initiative vom Verein für Stadtforschung der RIF, ein jährliches Festival, wo es um die verschiedenen Möglichkeiten des Umgangs und der Erneuerung der Stadt geht. Und da gibt es ganz viele Aktivitäten und wir haben uns da also ins Programm auch einhängen können und davon natürlich auch profitiert. Allerdings haben wir bewusst dieses Modell auch an eine Straßenkreuzung gesetzt, die eben nicht in diesem unteren Bereich, nämlich schlecht einsehbaren Bereich, deshalb auch geschützten Bereich, deshalb auch sehr wertvollen Bereich, weil ich das noch nicht erwähnt habe, liegt, sondern oben an der Stelle, wo auch Passanten, Autofahrende und so weiter vorbeikommen und dadurch auch andere in das Blickfeld von anderen gerückt werden konnte. Ja, das waren jetzt so die, eben ein bisschen gebremst waren wir schon durch die Pandemie. Die letzte Aktion im Februar, das war eben ein ganz normales Initiativentreffen mit Ballspiel und letztes Wochenende haben wir nach längerer Zeit wieder eine Zukunftsführung mit eben den genannten 22 Beteiligten bei Eiseskälte durchgeführt. Und auch, weil wir uns natürlich umschauen, was sonst so passiert, wir suchen auch nach Vorbildern und Beispielen, so wie Sie jetzt vielleicht auch nach Vorbildern und Beispielen suchen. International gibt es natürlich unglaublich viele Parkanlagen, die erst nach einer langen, langen Zeit des Engagements und des Einsatzes von vielen Personen realisiert werden konnten, politisch. Und wir haben auch unter anderem nicht nur angesehen, wie die ausschauen, wie die realisiert sind, sondern auch den Prozess. Und man sieht, also das geht von lang bis ganz, ganz lang. Also es sind von 5 Jahren bis über 20 Jahren hier dargestellt. Wo wir uns dann einordnen werden, das sagen wir dann beim nächsten Mal, hoffe ich. Und danken jetzt mal schon für die Aufmerksamkeit. Wir haben noch eine ganz kleine letzte Anmerkung. Wer Handy dabei hat, bitte, jetzt ist Ihr Moment. Vielen Dank.